Luigi's Mansion 3. Oh, wunderschöner sonniger Tag. Schön. Oha. Der braucht den Kindersitz unterm Popo, damit er da übers Lenkrad gucken kann. Ei, Karamba. Und keiner angeschnallt. Todesfalle, ganz gefährlich. Ich habe Luigi's Mansion noch nie gespielt. Es gibt ja schon drei Spiele. Und Alo war so begeistert. Aber es war so teuer. Es war so teuer. Und ich hatte immer irgendwie andere Spiele den Vorzug gegeben. Es gibt ja ein wahres Meer von Spielen zur Auswahl. Aber er schaffte es immer wieder auf die Wunschliste und jetzt habe ich es mir doch tatsächlich gekauft. Ich mag so bunte Kinderspiele. Adventure ist sowieso mein Ding. Und ich finde es super, dass der Luigi als Nebendarsteller sozusagen der Hauptdarsteller in diesem Spiel ist. Das gefällt mir. Mein absoluter Favorit ist der Wario. Allerdings nicht mit diesen Nasebohrspielen, das finde ich jetzt, das ist nicht so mein Ding. Eher Wario Land. Ich mag dessen Charakter gerne. Und Luigi ist ja eigentlich auch ein ganz sympathischer Typ, ne? Also von unten sieht die Hütte auf einmal klein aus. Boah, geht. Und schief. Da hat er 100 Wassereimer drüber geguckt, ha? Nee, der hätte ja keine geraden Linien gemacht. Oh, was für eine dicke Tür. Edel. Ich vermute mal, dass dieser Geisterhund aus den anderen Folgen irgendwie an seine Seite kam. Ja gut, ich meine, nach drei Folgen, also nach zwei Spielen und in der dritten Folge musst du ja auch wissen, dass es Geister gibt. Also es ist nichts Neues. Dann kann der auch sich ruhig einen Geisterhund leisten. Der frisst bestimmt auch nicht so wahnsinnig viel. Ah, hier ist ja richtig was los. Und dieses rosa Grauen ist von ihr vermutlich. Ach. Ich bring ja schon mal den Koffer. Wie er läuft. Doki! Ach, wie hübsch! Das glitzert richtig und schimmert. Der Turm zu Babel ist auch da. Sehr kuschelig. Der sieht ein bisschen gruselig aus, der da im Empfang, der. Nee, dann gehen wir erstmal nicht hin. Erstmal ein bisschen hier durchgucken, was es so gibt. Oh, wie, holla. Das gibt bestimmt Ärger. Der Hund macht alles durcheinander. Es ist Gold und oh, schön. Richtig schön. Guck mal einer, schau. Denkwürdiger Aufenthalt, ja, ist klar, ne? Der hat eine Maske auf, das ist ja putzig.
die gleiche Maske, aber der nicht. Hä? Der sieht ja aus wie so ein Page für den Aufzug. Die sind alle geklont. Hä? Die alle geklont. Da ist noch einer. Wie die so gelangweilt auch gucken, die Masken, das ist toll. Ja, Doggy, geh da hin, ne? Mach schön alles durch, ne? Reichhaltige Auswahl. Das ist alles mit Koffein bestimmt, damit man die Nacht gut durchhält, ne? Lustig, die ist genauso schepp. Rückt mir nicht so auf die Pelle. Das sieht ja witzig aus. Er hat ja keine Füße, ne? Beziehungsweise keine Beine. Der ist da eben so hochgehüpft. Ich weiß nicht. Doggy war's. So, an dem komm ich ja sicher nicht vorbei. Ich muss ja vermutlich erstmal an die Rezeption. Schätze ich. Ja. Ja, muss ich das? Das ist, der sieht unangenehm aus. Bling. Jo, warum auch nicht? Bringen wir es hinter uns. Liebe Gäste, willkommen im Hui Hotel. Hui, aha. Das ist ein Wort, das habe ich in der Schule mal benutzt und meine Mitschüler mit russischen Wurzeln haben sich köstlich darüber amüsiert. Hui, 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 hui. Sarah Schreck. Aha. Du hast uns eingeladen. Oh, sieht ja schnatz aus, ne? Mars Attack hatte so ähnliche, ne? Frisur. Und die ist auch so geschwebt. Ja, die Reise war sehr holprig. Unser Busfahrer war ein bisschen merkwürdig drauf. Das einzigartige Personal, ja. Mit dem eingefrorenen Lächeln im Gesicht. Okay. Die wird gar nicht weiß, wenn sie das macht. Die hat aber auch eine ungesunde Hautfarbe, würde ich mal sagen, oder? Hören und sehen vergeht. Ah ja. Ja, ich gehe, du schwebst. Na tschau. Hundchen, komm. Sag mal, der müsste doch eigentlich merken, dass hier irgendwelche Geister sind, oder? Ja, der ist von dem Kuchen ist. Oh, sie hat gelächelt. Aber ganz böse. Er ist von dem Kuchen noch ganz fasziniert. Der ist total auf Zucker wahrscheinlich, der Hund. Der kriegt gar nichts mit. Tick, Trick und Track. Ah ne, die hatte eine andere Farbe. Ne? Das war nicht gelb, es war glaube ich grün. Obwohl, die jetzigen, die sind ja jetzt, die wurden ja umgeändert, damit sie ein bisschen cooler rüberkommen. Ich glaube, da haben da auch eine ganz andere Farbe, aber ich bin mir nicht sicher. Ist nicht mehr so meine Welt. Ciao! Ja, so ist recht. Zwei verschiedene Zimmer, ihr beiden, ne? Nur weil du ihr jetzt schon ewig und 3 Tagen den Hintern gerettet hast, heißt das noch lange nicht, dass da ein Zimmer geteilt wird. Und die zwei sind ja Brüder, die sind bestimmt auch froh, wenn sie mal ihre Ruhe voreinander haben. Hübsch. Oh, ist das alles so schön golden. Oh, Entschuldigung.
Was braucht jede Schublade? Ein Federhandschuh. Okay. Ja, damit hättest du jetzt eigentlich rechnen können, Junge. Da kommt jetzt nichts raus. Gut. Das ist. Okay. Alles so am Glitzern und Funkeln. Sehr schön. Geht das auch ab? Er ist aber schwer schreckhaft, der da, hä? Ja, blitzeblank, alles geputzt hier. Wunderherrlich. Ist aber ein bisschen groß, ne? Ich muss ja da mit der Leiter hochklettern, wenn der mal muss. Er kann klettern. Okay. Ups. Alles sehr hübsch. Wunderhübsch. So. Jo, machen wir. Schicker Koffer in Grün. So backt der Mann. Taschenlampe. Und das war's. Ne, da war ein Buch drin, eine Taschenlampe und vielleicht noch eine Hose. Das war's, ne? Mehr braucht's nicht. Ja, vielleicht sind wir doch reich, ne? Also kann ja sein, dass der Luigi voll Knete hat und dann kauft er sich in dem Hotel immer wieder mal neue Sachen. Hätte sich auch gleich einen Koffer kaufen können. Das war wunderschön. Schnell eingeschlafen. Es muss ein sehr spannendes Buch gewesen sein. Der Einband war schon. Wer hat da geschrien? War das Peach oder war das Mario? Was ist denn hier los? Oh! Oh! Im Hintergrund, da sind, oh! Hohoho. Heiliger Bimbam, was ist denn hier passiert? Ach, wie er zittert. Ach, Gü, der arme Kerl. Ja, das kennen wir doch von vorhin. Oh, okay. Er erschreckt sich mit mir. Das kann ja heiter werden, wenn ich schon erschrecke bei dem Biss. Hä? Oh, Münzen. Wer hat's? Hä? Wozu brauche ich Münzen? Ja, wie gesagt, Münzen, um neue Kleider zu kaufen, weil der Koffer so klein war. Der hat jetzt Krallen bekommen. Und guck mal, der müffelt. Der müffelt, der stinkert. Ist ja lustig. So, was erwartet mich hier? Wo? Das Grinsegesicht hat vorhin anders ausgesehen. Es hat sich tatsächlich alles verändert. Na, gucken wir mal, wie das. Wo? Ist ja. Also das ist ja jetzt kein 5-Sterne-Hotel, ne? Also wirklich nicht. Spiegel? Da gehst du nachts nie wieder aufs Klo. Nie wieder. Bei dem Gedanken echt nicht.
der Schleim. Pfui. Pfefferminztee. Ganz dickflüssiger Pfefferminztee. Also im Prospekt hat das anders ausgesehen. Oh, ja, anders ausgesehen. Sehr unschick. Der Müllschlucker. Oh! Huh, der Mütze weg. Kann man da dagegen stoßen? Ja, so ein bisschen. Oh, haha. Oh, die gucken auch schon so grimmig. Tag. Bitte bleib hocken. Bitte bleib hocken. Danke. Sehr freundlich. Die gehen gleich kaputt, oder? Ja. Wieso? Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht, keine Spinnen, das muss nicht sein. Die war ja mal ein fetter Brummer. So, also es kann ja sein, dass der Mario so geschrien hat wie am Spieß. Ach du meine Fresse, wie sieht's denn hier aus? Der ist jetzt, also entweder, also ich weiß nicht. Kommt das, weil das hier ein Kampf, weil es hier ein Kampf stattgefunden hat, oder warum sieht das hier aus, als hätte der das zu seiner Junggesellenbude umfunktioniert? Guck dir das mal an, Pizza auf dem Boden. Was ein Schlamperle. Also, ist ja kein Wunder, dass der Luigi nicht mit dem zusammen in einem Zimmer, ne? Also, das ist ja mal hier eine. Und das liegt bestimmt nicht daran, dass das ein Gruselschloss ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Also, Mario, Mario. Also wirklich, hier sieht's aus wie bei Hempels unterm Sofa. Komme ich da jetzt nicht vorbei? Mich rein in die Toilette? Nee. So, ihr Spinnen bleibt bitte zu Hause. Ich bin auch ganz brav. Und du bleibst trocken, nicht bewegen. Viel rosa. Komme ich da vorbei? Nee, auch nicht. Viel Parfumfläschchen anscheinend. Ja, Schnucki, damit hast du jetzt rechnen müssen. Oh! Meine Güte! Meine Güte! Meine Güte! Ja, da kann ich mir gut vorstellen, dass sie geschrien hat wie am Spieß. Wieder eine Münze. Münzen brauche ich für. Ist noch ganz warm. Ist eben erst abgehauen. Eine Tür? Nee, das ist Spiegel. Madame Gruselkabinett ist da.
Jetzt kann man durch sie durchsehen. Ich bin ein VIP, ja? Schön. Sie wollte gerade zu mir. Ja, das ist ganz schön toll. Ja, das ist der letzte Schrei. Wie er so geschockt guckt. Du bist ein Fan? Im Sinne von fanatisch, nicht fantastisch? Du bist ein Fan von jemandem, deswegen bist du ein Fan von mir, das verstehe ich jetzt nicht. Okay. Ich hoffe, du bist bereit. Nee, nicht wirklich, weil ich raff's jetzt gerade nicht so. Dank des Gesichtsausdrucks von Luigi schließe ich darauf, dass das keine angenehme Begegnung ist. Und ich würde mal vermuten, der ist in den ersten beiden Teilen auch vorgekommen. Ist ja schließlich der Obergeist, ne? Mit Krönchen. Ist bestimmt der Geist der König. Ach, jetzt steht's doch. König Buhu. Alte Kauz. Aha. Beim letzten Mal hatte ich einen alten Kauz eingesperrt. Schön. Was habe ich damit zu tun? Er wollte mich schrecklich gern treffen. Rache? Wieso Rache? Ja gut, ich meine, Geister brauchen keinen Grund, ne? Die fangen an zu spuken und dann hat sie's. Oh, er hat auch einen anderen Gesichtsausdruck. Was? Wie jetzt? Oh. Nee, 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 nee. Nein, keine Fotos, keine Fotos. Gib it nicht. Run, Forest, run! Ah, oh. 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 Ah, no. Oh, und jetzt? Scheibgleisen. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Ah. Ja, schmeiß die Mütze voran. Und du hinterher. Flott, flott, flott. So, das war kurz die Tür. Entschuldigung. Ach so, das war der Vorspann. Oh, so, schick. So, meine Katze hat Hunger. Die meckert. Da will ich jetzt gerade mal eine Pause machen. Es ist zwar gar nicht seine Zeit, aber das ist dem ziemlich egal. Und sein Trockenfutter, das da rumsteht, ja, das steht halt da, ne?